Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Zelda Ocarina of Time. Ja, nach einer längeren Pause geht's jetzt nun endlich weiter. Und diese Aufnahme wird heute eine ganz besondere sein, denn ich werde eine ganze Stunde aufnehmen, damit ihr endlich mal ein bisschen mehr zu looken habt. So, im letzten Part sind wir Ruto begegnet, die dann auf geheimnisvolle Weise verschwunden ist. Die hat uns hier den... Na gut, wir haben hier einen Schalter, wo wir den Wasserstand verändern können, aber das mache ich später. Ich gehe jetzt erstmal hier rein. Was erwartet uns denn da? Na los, rein da. Gegner, das war so klar. Ich hasse die Viecher, habe ich das schon mal erwähnt? Ich glaube, ja, im letzten Part müsste das gewesen sein. Wow, geh weg, geh weg, geh weg. Ihr seid mir etwas zu stachelig zum Kuscheln. Au! Scheiß Viecher. So, jetzt bitte die anderen beiden. Schön langsam. Ja, aus der Ferne sind sie doch am besten zu besiegen, die Viecher. Ich mag sie nicht. Selbst Sonic ist nicht so stachelig. Egal. Und was ist da in der Kiste? Ich weiß es nicht mehr. Wer Karte oder Kompass? Es ist die Karte. Wovon bin ich dann hier reingegangen? Naja, muss man nicht verstehen. So, dann verändern wir mal den Wasserstand. Glück, 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 Glück. Da verschwindet das Wasser. Und auf geheimnisvolle Weise ist uns mal wieder nichts passiert. Oh weh, wie mache ich das denn jetzt am besten? Nee, das war jetzt vollkommen falsch. Ich könnte jetzt entweder den Zauber hier benutzen oder einfach die Pfeile. Ich probiere es einfach erstmal mit den Pfeilen. Mit der Steuerung wird das zwar etwas schwierig, aber probieren kann man es trotzdem, nicht wahr? Okay, das hat schon mal funktioniert. Jetzt die andere Seite. Wenn es möglich ist. Jo. Leicht daneben, aber doch getroffen. Oh nein, Miesmuscheln. Und ich habe meinen Enterhaken jetzt nicht. Shit. Schnell wechseln. Und drauf auf den Kauknochen. Kaumuskel wollte ich sagen. Ich weiß gar nicht, wie nennen sich diese Muskeln eigentlich von diesen Muscheln? Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ah, das sind Pfeile, die brauche ich. Pfeile. Pfeile, Pfeile, Pfeile. Schön. So, also ich bin ja heute mal gespannt, wie weit ich komme, wenn ich jetzt eine Stunde lang aufnehme. Also ich hoffe, weit genug. Ab und zu werde ich mal mit Fraps kurz anhalten müssen und neu aufnehmen müssen. Weil ihr wisst ja, wenn Fraps schnallt, gibt es dann so eine Verzögerung und dann passt der Ton nicht mehr und bäh, ihr kennt es ja. Aber was soll ich sonst machen? Es geht nicht anders. So, jetzt muss ich erstmal überlegen. Der Tempel war so scheiß kompliziert. Warum muss immer der Wassertempel immer das Schwierigste sein? Also, nee. So, hier müssen Bömschen hin. Wer dieser Weg, der führt jetzt nur zum Kompass. Ich weiß es wirklich nicht mehr, wo was hinführt. Ja, rein da. So, gehen wir nochmal ein bisschen abgluckern. Oh nein, nicht schon wieder eine Miesmuschel. Verzieh dich. Boah, der blutet sogar. So, nochmal ausziehen. Mann, wie Link hier ständig die Kleider wechseln muss. So wechseln Frauen noch nicht mal ihre Socken. Wie komme ich denn jetzt auf den Schrott? Egal. Ah, okay, okay, okay. Hier ist eine Skulptur. Oh Mann. Es gab jetzt zwei Möglichkeiten da, oder mehrere Möglichkeiten, an denen ranzukommen. Entweder mit dem Bigoron-Schwert durchschlagen, was ich nicht habe. Oder mit einer Bombe, oder... Ach, es gab mehrere Möglichkeiten. Und du bist weg hier! Autsch! Wow, ich habe dem voll ins Herz gestochen.
So, mal gucken, ging das jetzt mit der Bombe oder nicht? Nein, damit ging es nicht. Warum sollte es auch? So, da hinten war die Möglichkeit mit der Wirbelattacke. Das müsste gehen, es geht. Ein Wunder. Sonst bin ich immer nur mit dem biggeren Schwert hier reingekommen. So, und du? Geh sterben, Mann. Und zack. Und nebenbei noch ein paar Krüge zerschlagen. Geil. So muss es doch gehen. So, Pfeile hätte ich jetzt genug. Ich meine, die bräuchte ich auch irgendwann noch zuhauf. Ich weiß nicht, Leute. Welcher Wassertempel ist denn eurer Meinung nach der schwierigste? Also ich kenne nur drei. Den aus Twilight Princess, hier aus Ocarina of Time und Majora's Mask. Welcher Wassertempel meint ihr ist denn der schwierigste? Also ich finde ja der, der aus Twilight Princess, der ist der komplizierteste und dieser hier. Der ist Majora's Mask, der geht ja eigentlich noch. Also so kompliziert ist er nun auch wieder nicht. Ich freue mich schon aufs Spiel. So, war hier sonst noch irgendwas? Ah, richtig, richtig, richtig. Das muss ich ja auch noch machen. Wo führt denn das nochmal hin? Irgendwo ist auch noch oben ein Schlüssel versteckt, aber komme ich erst ganz, ganz spät dran. Oh, weia. Oh, weia. Das wird heute sehr, sehr lange dauern. So, rein da. Und nochmal abgluckern mit den Stiefelchen. Schwupp. Meine Fresse, dauert das hier lange. Ah, okay. Das führt mich zu einem weiteren Schlüssel. Gut. Hier wollte ich auch irgendwie hin. Ungeplant. So. Schwupp. Genau hier. Ich frag mich immer wieder, wie hier eigentlich ein Strudel sein kann. Egal. So. Rein da. Oh nein, 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 nein. Oh nö. Einmal falsch gezielt und schon geht's. Nein, nein, nein. Och Mann. Strudel sind schon irgendwie doof. Und ich habe das Gefühl, wenn Link gegen die Strömung schwimmt, schwimmt er noch schneller. Naja. So, diesmal ein bisschen mehr in die Ecke. Diesmal dürftest du aber nicht daneben switchen. Oder? Nein, genau getroffen. Gut. Okay, hier muss ich jetzt schnell sein. Und bitte präzise Controller. Mit einem Original-Controller würde das viel leichter gehen, aber naja, den habe ich nicht. Ey, komm schon, komm schon, komm schon. Och, Mann. Komm schon, komm schon. Gut, gerade noch so geschafft. Oh. Ich will meinen originalen N64-Controller hier haben. Mann, das ist so fies. So, da hätten wir den einen Schlüssel. An den hier, glaube ich, denken die meisten erst ganz zum Schluss. So, damit hätten wir schon mal zwei. So. Wieder das Türchen öffnen. Also wenn ich momentan ein bisschen wenig sage, Leute, mir fällt einfach gerade nichts ein, was ich erzählen könnte. Außer vielleicht... Nee. Das könnte ich euch vielleicht ein anderen Mal erzählen. Obwohl, doch.
Wenn ihr es wollt, Leute, ich habe das schon bei einigen Let's Playern oder anderen Kanälen gesehen, dass die sich eine Top 10 Liste gemacht haben von Animes. Also ich habe auch so meine Favoriten und so. Wenn ihr wollt, dass ich auch sowas machen soll, bitte könnt ihr es mir sagen. Ach ja, und da Conker jetzt sich ja auch langsam dem Ende neigt, nun gut, wir sind immer noch im Kriegsgefecht. Ihr könnt ja schon mal abstimmen, welches Let's Play als nächstes rankommen soll. Und bitte zieh jetzt hier mal richtig. Oh. Gibt's doch nicht. Bin ich jetzt zu doof zum Zielen oder was? Ich hasse dieses Ding. Ich hasse es definitiv. So, jetzt aber. Na also. Oh, und Fraps hat wieder gehängt. Ach, was heißt hier gehängt? Geschnitten. Ach, wenn dem so ist, dann mache ich mal auch hier einen kurzen Schnitt. Moment. So. Kurz geschnitten und weiter geht's. Oh nein. Weg mit euch. Ihr nervt. Okay, wo als nächstes lang? Ich glaube, da war auch noch irgendwas, aber das müsste, glaube ich, der Eingang zur zweiten Hälfte des Tempels sein. Ja, ich sehe das ein bisschen so an, dass der Tempel hier zwei Hälften hat. So, da hätten wir erstmal nichts. Wo war denn jetzt dieser Eingang? Ah, genau hier wollte ich hin. Genau hier. So, hier muss ich auch noch hochhangeln. Oh nein, 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 ey, nee, das war jetzt Fail. Das war jetzt Oberfail. Das gibt's doch nicht. Ey, komm schon, das muss doch gehen. Na also, warum nicht gleich so, Link? Lässt du dich erst fallen und stürzt in den Tod, also wirklich. Ein bisschen mehr Mumm in den Arm. Immer wieder eine schrille Melodie. Das ist auch etwas, was ich an Legend of Zelda so bewundere. Wisst ihr, trotz dass es nur 5 Musiknoten sind, die man im ganzen Spiel zocken kann, schaffen die Macher es trotzdem, so viele Lieder daraus rauszuhauen. Das ist Wahnsinn. Kein Plan, ob ich das jemals schon mal erwähnt habe, aber dafür wisst ihr es jetzt. Aua! So, bevor ich fragt, warum ich hier runtergehe und das einige nicht kennen, hier ist auch noch ein Schlüssel, aber dazu müssen wir erstmal wieder Viechers besiegen. Oh Mann, Muscheln und Stachelsteine zuhauf. Oder wie sollte ich die nennen? Lebende Korallen. Wa? Bleib weg! Bleib weg! So. Und die mache ich aus der Ferne fertig. Schön sicher. Wow, was war das denn jetzt für ein Lag? Habt ihr das gerade auch mitgekriegt? Es hat gelaggt. Oh Mann, ich hoffe, das Spiel wird jetzt nicht wieder anfangen zu laggen, wie es schon mal der Fall war. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, das muss wirklich nicht sein. Denn wenn der Emulator ein bisschen zu lange läuft, dann fängt er an zu laggen. Keine Ahnung warum. Mein PC hat sowieso seine Krankheiten. Da macht er das mal so, hier macht er es so, da mal wieder so. Oder anders gesagt, Windows 7 ist scheiße. Andere mögen da vielleicht ein bisschen anders denken, weil sie bessere Sachen haben oder besser mit dem PC klarkommen. Also ich komme definitiv nicht damit klar, wenn der PC irgendwelche Mucken hat. Es nervt einfach nur. Man dauert das lange. Und hätte Link nicht seine Zora-Rüstung an, wäre er schon längst abgegluckert.
Naja, immerhin muss er dann nicht mehr sonntags baden.